Ich habe beim letzten Mal etwas über Gruppierung erzählt, wie man es also schafft, dass sich inhaltliche Gruppen von Objekten auch grafisch räumlich am Bildschirm darstellen. Und das ging in erster Linie durch das Schaffen von Platz, aber auch durch zum Beispiel durch das Hinterlegen oder durch das Einfärben von Objekten, aber immer erst mit der Maßgabe, dass die räumliche Nähe schon hergestellt werden muss. Was häufig gemacht wird am Bildschirm, ist eine Umrahmung von Objekten, also ein Rahmen um etwas herum gezeichnet, und dann wird gesagt, das, was in diesem Rahmen drin ist, das gilt als zusammengehörig. Funktioniert das? Ja, das funktioniert. Man erkennt das tatsächlich als zusammengehörig, oder man kann sich das zumindest als zusammengehörig rekonstruieren, wenn man sich das anguckt. Aber es ist eine in unserem Sinne, vor allen Dingen in Bezug auf die Architektur der Wahrnehmung, nicht besonders gute Lösung. Es gibt eine bessere Lösung. Deswegen sagen wir, anstatt zu umrahmen, sollte man stapeln. Und was das heißt und was man dann machen sollte, das schauen wir uns hier mal jetzt an. Schaut euch dieses Beispiel mal an, etwas schematisch dargestellt, eine typische Eingabemaske. Und jetzt, guckt ihr mal wieder mit eurem Daumennagel da drauf und seht in nur einem kleinen Bereich scharf. Und das haben wir hier in der Mitte dargestellt. Und was seht ihr denn da, wenn ihr da hinguckt? Ja, ihr seht viele Linien. Aber das Problem ist, dass aus diesem Ausschnitt heraus nicht klar ist, wohin sich diese Linien schließen werden. Also wo endet ein Objekt und wo beginnt ein Objekt, kann man ganz schwer nur darstellen oder kann man sich ganz schwer nur erschließen, eigentlich sogar gar nicht erschließen, wenn man in diesen kleinen Bereich hier reinguckt. Das heißt, denkt an die Hypothesenbildung. Wo muss ich als nächstes hingucken, ist ja die Frage, um das Ganze zu erschließen, um ein Gesamtbild mehr herzustellen. Und dafür muss eine Hypothesenbildung her, sonst müsste ich wirre durch die Gegend gucken oder das richtig systematisch abklappern, im schlimmsten Fall so zeilenweise durchgucken. Das sollte ja nicht passieren. Ich sollte also einen Hinweis hier kriegen, an dieser Stelle, wo ich als nächstes hingucken sollte. Und das kriegen wir, indem wir nicht umrahmen, so wie es hier ist, sondern indem wir stapeln. Worum es also geht, sieht man hier, es geht um die Hypothesenbildung bezüglich der Schließung der Figur. Also in welche Richtung setzt sich die Figur eigentlich fort? Und wir haben an dieser Stelle keine gute Grundlage für eine Hypothesenbildung. Es ist auch nicht besonders plausibel, dass sich eine solche Grundlage für eine Hypothesenbildung irgendwo in unserem Wahrnehmungssystem ergeben haben sollte, denn solche Situationen gibt es überhaupt gar nicht. Wir haben in der natürlichen Umwelt keine Umrahmung in Reinform irgendwo, denn wir haben immer flächige Objekte oder gebogene Objekte, auf jeden Fall immer was Größeres, was sich zu einer anderen Fläche oder einem anderen Objekt irgendwie verhält. Denkt daran, wir haben die Grundhypothesen von dreidimensionalen, einander verdeckenden, beleuchteten Objekten. Diese drei Grundhypothesen liegen dem immer zugrunde. Und da passt das eigentlich nicht dazu, dass wir so eine Darstellung hier haben. Guckt euch das mal an. Also ihr erkennt jetzt, wenn ihr das euch erwandert, dass wir auf der linken Seite zwei umrahmte Bereiche haben und auf der rechten Seite einen. Aber wenn ihr genau in diesen Kreis nur hineinschaut und guckt euch den mal in Größe an, dann könnt ihr da gar nichts erkennen. Das ist jetzt halt so dieser Bereich in der Mitte. Tja, was will man da erkennen? Wo endet eine Figur? Wo beginnt die andere? Guckt es euch im Vergleich mal hier an. Naja, wie geht es denn jetzt? Kann man jetzt denn erkennen, wo eine Figur beginnt und wo die andere Figur endet? Wir haben jetzt wieder diese Relief-Idee. Also wir haben eine von links oben kommende Beleuchtung, die uns auf die Objekte draufscheint, die dafür sorgt, dass die linke und obere Kante hell erleuchtet ist und die rechte und untere Kante dunkel erscheint. Ja, und wenn ich jetzt hier gucke, kann ich jetzt an dieser Stelle feststellen, wohin sich die Sachen fortsetzen? Na klar, ohne Probleme. Denn ich kann jetzt erkennen, dass es sich hier um zwei rechte Kanten auf der linken Seite handelt und um eine helle Kante auf der rechten Seite. Und das einfach nur durch das Einfärben dieser Kanten an dieser Stelle. Überhaupt kein Problem. Ich sehe, diese Figur links setzt sich nach hierhin fort und die andere auch.
Und diese Figur setzt sich nach dorthin fort. Und das sehe ich sofort auf einen Blick. Deswegen wirkt das Ganze hier plastischer und kann schneller so wahrgenommen werden. Das ist natürlich wieder mal nicht die einzige Möglichkeit. Ich kann auch mit Schatten arbeiten. Das sehen wir zum Beispiel hier, diese Variante. Da haben wir einen Schattenwurf auf die Fläche. Also das sieht jetzt hier als ein Schattenwurf, der so ist, als wären wir selber als Betrachter diejenigen, die das Licht werfen. Deswegen wird in alle Richtungen hin nach hinten ein Schatten geworfen. Und auch hier kann ich, wenn ich mir den Kreis angucke, an jeder Stelle erkennen, ob es sich um wo die oben liegende Fläche ist und wo die unten liegende Fläche ist. Denn auf die unten liegende Fläche wird ja der Schatten geworfen und auf die andere entsprechend nicht. Das funktioniert also hier auch. Es ist allerdings nicht ganz so extrem prägnant wie die Sache mit den Kanten gerade. Aber es funktioniert im Gegensatz zu der Sache mit den Kanten halt auch auf weißem Hintergrund. Und das ist natürlich ein Vorteil. Wenn ich das mit weißem Hintergrund mache, naja, dann kann ich auch jetzt hier erkennen, dass rechts eine Fläche beginnt und links zwei Flächen aufeinander gestapelt sind, die dort jeweils enden. Nur wenn ich in diesen kleinen Kreis hineingucke. Ich kann es noch unterstützen, das Ganze, indem ich die Flächen selber mit verschiedenen Helligkeitswerten belege. Das kennen wir ja schon von der Buttongestaltung. Wie kriege ich es hin, dass der Button erhaben über dem anderen erscheint? Na, ich mache ihn heller. Und dadurch, dass er heller ist, erscheint er als vorne liegend im Gegensatz zu dem dunkleren Hintergrund. Wenn ich das hier mal mache, dann habe ich diesen Effekt noch ganz stark verstärkt. Ich sehe hier eine vorne liegende Figur, dann eine in der Mitte quasi liegende Figur, die auf einem Hintergrund liegt. Und rechts geht es dann wieder eine Ebene hoch. Das kriege ich hier durch diese Darstellung sehr leicht zu erkennen, und zwar schon in diesem kleinen Kreis. Und von da aus kann ich immer sagen, wohin sich die Figuren fortsetzen werden, ohne Probleme. Wie gut diese Techniken funktionieren, dass man es damit aber auch übertreiben kann, möchte ich euch einmal an einer kleinen Simulation zeigen. Aber dafür möchte ich einmal in den Browser wechseln. Wir sehen jetzt hier ein simples Beispiel, wieder mal einer solchen typischen Eingabemaske mit so Auftragseingabe und solchen Dingen, Auftragsnummern und sowas, in einem sehr wirren und kruden Startzustand. Das Erste, was wir mal auf jeden Fall immer machen müssen, ist, wir müssen alignieren, wir müssen also diese Objekte ausrichten. Wenn wir das mal machen, dann sieht es natürlich schon gleich viel ordentlicher aus durch diese Ausrichtung. Sortiert sind diese Objekte schon, das heißt, es stehen schon die Objekte beieinander, die zueinander gehören. Das wäre jetzt auf jeden Fall ein Schritt, den man auf jeden Fall machen müsste, wenn das nicht der Fall sein sollte. Wenn wir jetzt mal Gruppen bilden, einfach indem wir Platz verwenden, dann seht ihr jetzt schon, das ist schon ziemlich aufgeräumt, und alleine durch diesen Platz haben wir an dieser Stelle schon eigentlich fast gewonnen. Viel mehr müssen wir eigentlich nicht machen. Wir können aber natürlich mehr machen und wollen das jetzt auch mal ausprobieren an dieser Stelle. Wie sieht es dann aus, wenn wir das Ganze jetzt umrahmen? Das ist die klassische Umrahmung. Und ihr seht, es ist nicht besser geworden, es ist schlechter geworden. Das ist erheblich übersichtlicher als das da. Das ist viel zu viel. Da sind viel zu viele Linien drin, und die Linien machen mehr Unruhe als alles andere. Und um zu gucken, welche Figur sich wohin schließt, muss ich der Linie immer folgen. Hier nicht. Hier ist durch den Platz einfach klar, das gehört zusammen, das gehört zusammen, das gehört zusammen, das gehört zusammen. Also, das ist keine gute Idee. Wie sieht es aus mit den Reliefkanten? Reliefkanten war ja die Idee, ich habe links oben eine Lichtquelle, dann habe ich linke und obere Kanten hell beleuchtet und rechte und untere Kanten dunkel beleuchtet. Aha, ja, das sieht doch viel besser aus als so. Ein gewaltiger Unterschied. So kann man plastisch erkennen, welche Bereiche es gibt. Und hier in den Eingabefeldern habe ich es entsprechend umgekehrt, dass die sich nach innen hineindrücken. Das ist ja auch die Konvention, die man hat für Eingabefelder. Ja, das sieht doch viel besser aus, viel plastischer, es ist viel leichter zu erkennen als bei dieser Umrahmung. Und ihr könnt es euch hier wieder klar machen, wenn ihr in diesen Bereich hineinguckt. Ich kann nicht erkennen, dass diese Kante, wenn ich sie sehe, dass die die Figur nach hier hin schließt und dass das hier der Hintergrund ist. Das kann ich nicht erkennen. Bei der Umrahmung, beim Relief geht das ohne Probleme. Da erkenne ich, das ist eine rechte Kante und die Figur schließt sich nach hier hin.
Ja, wie sieht es anders aus? Was können wir noch machen? Wir gucken mal hier auf Relief- und Grauabstufung. Ah ja, jetzt ist es noch viel plastischer und noch viel besser erkennbar, was vorne liegt und was hinten liegt. Und ich habe hier mal die Eingabefelder heller gemacht. Das ist auch so eine gewisse Konvention, obwohl sie nach innen hineingedrückt sind. Aber sie wirken jetzt wie in einem anderen Material. Und wir haben jetzt diese Grauabstufung und können jetzt wirklich sehr angenehm erkennen, worum es sich handelt, dass es sich hier um verschiedene Bereiche handelt. Machen wir es stattdessen mal mit Schlagschatten. Ja, funktioniert auch, aber ist nicht so plastisch wie hier, ne? Also ich würde persönlich aus rein ergonomischer Sicht diese Gestaltung bevorzugen. Gucken wir uns die mal an mit zusätzlichen Farbverläufen, beziehungsweise sind Helligkeitsverläufe von oben nach unten. Ja. Der Unterschied ist nicht gewaltig, ne, wenn man das mal sich anguckt. Aber es sieht etwas plastischer einfach dadurch aus, dass ich einen solchen Helligkeitsverlauf habe von oben nach unten. Und zusätzlich habe ich immer noch die Kanten drin, also die dunklen Kanten hier und die hellen Kanten da. Kann ich auch mit dem Schatten natürlich machen, ja. Aber auch hier würde ich immer noch sagen, na, also diese Variante gefällt mir besser oder vielleicht diese, weil sie einfacher ist. Ja, und als Zehntes habe ich hier nochmal drin den Schatten plus das Relief plus die Farbverläufe. Also wenn ich mir das jetzt angucke, das ist des Guten zu viel. Das sieht ja jetzt aus wie irgendwie, weiß ich auch nicht, eine Bandarmatur oder so. Also es ist viel zu extrem, viel zu aufgedonnerter Effekt, den wir jetzt hier an dieser Stelle haben. Das sollte man vielleicht doch lassen. Ihr seht, man kann also des Guten auch zu viel tun. Aber generell sind diese Techniken, die diese Plastizität erzeugen, gerade dafür gut oder gerade da gut, wenn ich in einen kleinen Bereich nur hineingucke, mir einen kleinen Bereich nur angucken kann, dann kann ich in diesem Bereich schon erkennen, was vorne liegt, was hinten liegt, in welche Richtung sich eine Figur fortsetzt. Schaut euch dieses Beispiel mal an aus BitOWL, also eine Art Panda für Schulen. Ihr seht, der Screenshot ist schon ein paar Tage alt. Und da haben wir damals ein paar Optimierungen gemacht. Und was ist der Unterschied zwischen der linken und der rechten Seite? Es gibt einen zusätzlichen Schatten, nämlich einen Schatten hinter diesem vorne eingeblendeten Bereich. Und guckt mal, wie sehr dieser Schatten dafür sorgt, dass man erkennen kann, was der vorne liegende und was der hinten liegende Bereich ist. Das ist das gleiche, wie in welche Richtung sich die Figuren jeweils fortsetzen. Es ist nur ein ganz kleiner Unterschied, aber die Wirkung ist durchaus groß. So viel zur Technik des Stapelns. Was haben wir bisher gemacht? Wir haben uns angeguckt, wie man Objekte einander zuordnet in einer Art 1 zu 1 Verbindung oder kann auch mal 1 zu 1 zu 1 sein, aber auf jeden Fall Objekte direkt einander zuordnet, zum Beispiel Beschriftung und Eingabefeld. Wir haben uns angeguckt, wie man gruppiert und wie man Gruppen entsprechend auch am Bildschirm darstellen kann. Jetzt ist aber die Frage noch, in welcher Reihenfolge bringe ich denn die Objekte eigentlich zur Anzeige? Sowohl einzelne Objekte als auch Gruppen. Das hat viel mit Konventionen zu tun und Konventionen soll es uns an dieser Stelle jetzt nicht so richtig gehen, aber es hat auch viel mit Reihenfolgen zu tun und da gibt es dann sogar eine gewisse Überschneidung, denn Konventionen und Reihenfolgen, da gibt es dann halt auch konventionierte Reihenfolgen. Und um Abbildungen von Reihenfolgen, von zeitlichen Folgen auf räumliche Anordnungen soll es uns im nächsten Video gehen.